der Weihnachtsbäckerei ist für jeden was dabei. In der Weihnachtsshow sinkt heute das Niveau und am Ende jammern alle zwei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Tür Nummer 3 mit Basti, der sich zuerst nennt, und dem lieben Hannes, damit er ihn jetzt begrüßen kann. Hallo Hannes. Moin, sind's Basti. Ich denke bei diesem Song immer noch, dass du Bäckerei singst, aber du singst Meckerei. Ich singe Meckerei. Aber man hat das so im Kopf. Ja, ja. Weil wir mussten uns ja von Rolf Zukowski ein kleines bisschen absetzen, damit wir nicht verklagt werden. Richtig. Von ihm. Werden wir vielleicht trotzdem, wer weiß. Ja, ne? Das ein bisschen Skandal würde uns ja gut tun. Vor allen Dingen Presse, stell dir mal vor, wir werden so richtig pressewirksam verklagt. Das fände ich schon ganz toll. Wie cool wäre das? Mehr Aufmerksamkeit geht doch nicht. Vielleicht sollten wir das mal provozieren, Basti, mal von irgendwem verklagt zu werden. Okay, dann vielleicht eine ab 18 Version mal von seinen Songs machen und die am Pausenhof verteilen. Hast du eine Rechtsschutzversicherung? Jetzt schon wieder. Jetzt schon wieder. So. Du bist ja ein polarisierender Mensch. Du wirst doch bestimmt oft verklagt, Basti, nein? Ja, hauptsächlich von meiner Frau. So. Apropos Klagen. Ich habe hier eine klagende Geschichte. Ich habe dir eine echte, wahre Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte aus meinem Leben. Oh, los. Das ist wieder ganz toll. Am dritten Tag bringe ich einfach nur eine Story über mich. Aber ich dachte mir, die Geschichte wollte ich dir unbedingt mal erzählen und auch unseren tollen Podcast-Zuhörern. Wird's deep? Nee, es ist einfach... Ach so, ja, dann gehe ich. Es ist halt eine super persönliche, lustige Weihnachtsgeschichte. Okay. Mit einem Weihnachtsbrauch, der bei uns in der Familie war. Und zwar, mein Vater ließ es sich jedes Jahr nicht nehmen, Achtung Kinder, haltet die Ohren zu, selber natürlich das Christkind zu spielen. Das heißt, er hatte sein Ritual, der Baum wird geschmückt, ohne dass es einer merkt und so weiter. Dann wird Musik, das Glöckchen wird geläutet. Ich habe dieses Glöckchen auch noch, also das Elternhaus ist längst weggerissen, aber ich habe dieses Glöckchen noch, ich könnte damit auch klingeln. Oh, toll. Und er war so ein bisschen auch technikbegeistert wie ich und kam dann in den 80ern auf eine ganz tolle Idee. Man könnte das Ganze doch mit so einer Klatschsteuerung verbinden. Und er hat sich so eine Klatschsteuerung gekauft und hat den Weihnachtsbaum, die Stereoanlage auf voller Lautstärke, das Licht und alles mit diesem Klatschsensor verbunden. Seine Idee war, wie geil ist das denn? Wir sitzen draußen, essen und dann klatscht er in die Hände und das Christkind ist da und die Kinderaugen funkeln. Ich sehe so richtig meinen Vater vor mir, wie er sich so drauf freut, dass das jetzt alles funktioniert, er es getestet hat und alles ist toll. Und dann sitzen wir also vor dem Wohnzimmer, die Türe geschlossen, dort hatten wir so einen Essplatz und wir hatten auch einen tollen Hund, der hieß Waldi. Waldi, wie soll er auch sonst heißen in Bayern? Natürlich. Ein richtig schöner Bierdackel. Und so. Also es war wirklich so, wie man sich es halt vorstellen kann. Klischee Münchner. Klischee. Und ja, ja. Waldi saß da gemütlich in seinem Körbchen. Dann passierte etwas relativ Einfaches. Ein Verwandter klingelte an der Tür und brachte halt Weihnachtsgeschenke vorbei. Ah, nein. Und unser Hund fing an zu bellen. Und in dem Augenblick, wo unser Hund anfing zu bellen, machte der Weihnachtsbaum und die Stereoanlage im Takt des Bellens andauernd an, aus, nein. An, aus. Und es ging richtig ab und der Hund ist völlig wahnsinnig geworden, weil auf sein Bellen natürlich der Weihnachtsbaum und die Stereoanlage reagiert hat. Ist das gut, das totale Chaos. Das war das totale Chaos. Mein Vater am Eskalieren, meine Mutter habe ich doch gleich gesagt und so weiter. Und für mich als Kind war das endlich der Beweis, dass das Christkind gar nicht gibt. Und ich habe mich königlich amüsiert und ich habe diese Story seither nie vergessen. Jedes Jahr fällt mir die wieder zu Weihnachten ein, weil ich selber auch über Alexa und so weiter, Alexa macht den Weihnachtsbaum an. Ja. Schau mal, bei wem der jetzt angeht. Genau. Halt auch sprachgesteuert habe. Und meinerseits vor ein paar Jahren genau das Gleiche versucht habe und lange rumgebaut habe und ich hatte mir vorgenommen, dass da Jingle Bells dann gespielt wird, hatte ich auch programmiert für Alexa. Warum auch immer kam Alexa auf die Idee, man könnte da eine Punkrock-Version von spielen und nicht eine besinnliche. Das heißt, ach so. Meine Show fängt an, alle freuen sich und natürlich. Boom, kommt auf voller Lautstärke Punkrock-Musik. Die man nicht ausschalten kann, weil meine Routine jetzt läuft. Ach du liebe Zeit. Und natürlich war die gesamte Weihnachtsstimmung, die bis dahin vielleicht noch vorhanden war, in dem Moment. Genau. Passé. Ja. Aber so muss Weihnachten sein, ja. Oder? Natürlich. Das fehlt uns noch als zweite Strophe von unserem Weihnachtslied, wie man jetzt danach irgendwie, keine Ahnung, die Kinder verprügelt, ja. Die Frau ins Bett schickt, ja. Und so und sich selber betrunken unter den Baum legt. Auf jeden Fall. Nur dann ist Weihnachten. Schöne Geschichte, Basti, danke. Das ist eine tolle Geschichte. Habe ich euch mitgebracht. Wir freuen uns alle auf die tolle Geschichte, die uns der Hannes morgen erzählen wird. Kleine Spoilerwarnung, die wird noch besser. Ja, auf jeden Fall. Was für ein Cliffhanger. Also, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschö. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.